Das ist eins seiner neuesten Erzeugnisse, das er zusammen mit dem Integrationspreisträger Bushido eingespielt hat. 23. Man vergisst ja oft, dass der Mann, der jetzt zu uns kommt, eigentlich ein äußerst erfolgreicher Musiker ist. In Österreich ist er bekannt geworden als Chefjuror, muss man sagen, oder? Hier ist der unvergleichliche Sido. Ah, bitte nimm Platz. Was magst du trinken? Hä? Wein oder Wasser? Ich hätte gerne Jägermeister. Haben wir noch Jägermeister da? Ja. Jägermeister? Bitte, der Herr. Ich hätte bitte gerne. Jägermeister ist draußen. Ne? Trinkst du ausschließlich Jägermeister? Wenn ich Alkohol trinke, ja. Ausschließlich, echt? Nie ja. Bier, nie Wein? Nein, denn ich trinke nur Alkohol, um besoffen zu werden. Bei Bier dauert mir das zu lange einfach. Ja, da muss ich zu viel trinken. Ja, kann verstehen. Schlägt sich aber auf den Magen, oder? Relativ. Bier? Nein, Jägermeister. Nein, eben nicht. Deswegen trinke ich. Bist du Werbeträger für Jägermeister? Oder? Nein. Bitte. Aber ich habe auch schon gehört, du trinkst wirklich den ganzen Tag Jägermeister, kann das sein? Das heißt, ja, na klar. Das heißt, ich dusche auch in Jägermeister, ich bade in Jägermeister, ich atme Jägermeister. Lieber Sido, darf ich die Geschichte von ganz von vorn aufzäumen? Hättest du dir jemals gedacht, dass du in Österreich so eine Art Dieter Bohlen wirst? Ernste Frage jetzt. Also wie kam das zustande? Wer vom ORF hat dir das Angebot gemacht? Wer war denn das? Ich glaube, es war Dodo. Dodo Roščić? Genau. Ah, okay. Aber wie kam die auf dich? Das ist ja relativ ungewöhnlich, oder? Also es ist nicht der erste Weg, den ich einschlage, wenn ich mir denke, ich brauche einen Juror. Eine Frage, das interessiert ja nicht mal mich. Warum soll es die Leute interessieren, was du da fragst? Geh scheißen. Ich habe das nicht so verfolgt, aber hast du sowas Ähnliches in Deutschland auch schon mal gemacht oder bist du hier einfach jetzt so ein Fernsehstar und... Nee, in Deutschland funktioniert mein Schmäh nicht so. Ja, in Österreich aber auch nur bedingt. Ja, wer sind deine Fans in Österreich eigentlich, weißt du das? Weiß ich nicht. Ja, aber keine Ahnung, aber jeder. Also ich fahre auch mit einem Taxi und da sitzt dann so ein verrückter Taxifahrer und der redet dann mit mir darüber, wer heute Abend gewinnen soll und so. Ja, du wohnst mittlerweile in Wien? Ja, also nicht fest, auch in Wien. Wohnung im 19., glaube ich? Nicht bei den Heurigen oben, sondern unten, wo noch normale Wohnungen sind. Ja. Das heißt, es ist auch eine kleine Wohnung, 40 Quadratmeter? Nee, aber eine Wohnung. Ja. Zur Miete. Und stimmt es, dass du in Wien auch einen Tattoo-Laden aufmachen willst? Das stimmt. Wo du dann selbst im Geschäft stehst und die Tattoos stichst? Mitunter auch. Ich tätowiere aber nur Autogramme. Also deinen Namen auf dem Bauch zum Beispiel? Ja, das ist schon überall vorgekommen, auf der Vulva sogar. Schreibst du den Namen dann aus oder kürzt du ihn ab? Auf gewissen Geschlechtsteilen, bei manchen Männern drei reicht Kreuze das einfach, ich weiß nicht. Kannst du gut tätowieren, oder? Nein. Aber du machst es gern. Aber das habe ich leider auch rausgefunden, indem ich das versucht habe. Ja? Also nicht auf Schwein, sondern da waren so Leute, die haben gesagt, tätowierst du mich? Ich habe gesagt, na klar. Und dann habe ich die tätowiert, da war die Zunge auch schon ein bisschen schwerer. Und dann habe ich die entstellt, würde ich mal behaupten. Und jetzt, hat Michael Janet deinen Namen auf dem Schwanz, oder was? Hast du echt nicht gewusst, wer das ist? Ja, genau, nein. Das ist die Entstehungsgeschichte dieser lustigen Fehde. Du wusstest echt nicht, wer Michael Janet ist. Nee, aber der sah schon, also ich bin mal ehrlich, ja, der sah jetzt schon aus wie so einer. Wie war es so einer? Wie ein Hausmeister oder wie ein Hausmeister? Aber die Schlüssel haben ihn zum Hausmeister gemacht. Ja. Das ist für mich so ein typisches Hausmeistermerkmal, dass der Schlüssel außen hängt. Damit will der Typ, der im Viertel rumläuft, sagen, ich bin hier der Hausmeister. Ohne dass er es sagen muss. Das ist nur der Schlüssel an der Seite. Dann weißt du, okay, Hausmeister, keine Faxen machen, das ist der Hausmeister. Ja, es gab ja dann, glaube ich, ein paar Tage später von Michael Janet eine Replik auf diese Geschichte, wo er dich auch massivst... Von wem? Michael Janet. Das ist der Hausmeister. Ach. Wie heißt so? Mit den langen Haaren? Ja. Wo er dich dann auch beschimpft hat,
Bist du da einen Brief habe ich bekommen vom Janet, meinst du? Ja, nein, nein, der Brief wurde in der Zeitung Zeitung. Meine ich ja, vom Janet. Ja. Habe ich bekommen? Ja, nicht du, den hat ja jeder bekommen, weil er war in der Zeitung. Ich habe den bekommen. Ja, aber der ist ja abgedruckt in der Zeitung. Da steht ja Brief an Sido. Da stand ja aber Sido. Hallo Sido. Der hat nicht die Zeitung bei dir in den Briefkasten gesteckt. Nein. Genau, aber da stand Brief trotzdem an Sido. Hallo Sido genau. Oben auf ja, dem genau. Brief drüber. Genau. Ja. Bist du dagegen vorgegangen? Nein, seitdem fühle ich mich komplett integriert. Wo ist mein Bambi? Romy, hier ist Romy. Hier ist Romy. Wo ist, Alter, wo ist meine Romy? Wie hast du das mitbekommen, jetzt diese Streitereien um deinen Kollegen Bushido bei der Bambi-Verleihung? Hast du das nachvollziehen können, warum dein Freund Heino ihm den Bambi zurückgegeben den Bambi-Leuten den Bambi zurückgegeben hat? Ich kann dir das Business mal kurz erklären. Ja? Bitte. Der Heino bringt nächste Woche ein Album raus. Ja? Und deswegen hat er seinen verstaubten Bambi von vor 30 Jahren, der irgendwo unten im Keller war, hat er mal von seiner Frau hochholen lassen aus dem Keller. Und dann hat er den zurückgegeben, weil nächste Woche sein Album kommt. Er braucht ja auch ein bisschen Gerede um sein Album, sonst verkauft sich der Scheiß ja nicht. Brauchst du einen Bonbon? Ja, du glaubst auch, dass du die Weisheit mit dem Löffel gefressen hast, ne, Sido? Ja. Lieber Sido, am 15.12. startet eine neue Sendung von dir, die heißt Blockstars. Hm. Da castest du eine Band? Nee. Was? Also ich möchte es nicht Casting nennen, meine Damen und Herren. Ich würde lieber sagen, es ist ein soziales Projekt, denn ich hole da sozial benachteiligte Jugendliche. Also ich würde sogar sagen, Jugendliche ohne Perspektive aus ihren Verhältnissen und helfe denen, indem ich mit denen eine Band gründe. Wie viele werden es sonst werden? Also im idealsten Fall eine Dame und zwei oder drei Herrschaften. Aha, und die Dame soll singen, oder? Und die wohnen jetzt alle zusammen dann in einem 900 Quadratmeter Loft? Nein, was für 900, übertreibt man nicht so, 650. Auf ORF-Kosten natürlich. Ja, klar. Wie wir alle drei, oder nicht? Wie wir drei, natürlich. Natürlich. Na, hochinteressantes Projekt, es wird auch vor unserer Sendung laufen. Ja, das wird immer... Es läuft dann immer Donnerstag, 22 Uhr wird es laufen. Ja, ja. Jetzt schon, ich glaube, ab wann? Ab Dezember oder was? 15. Dezember. 15. Dezember, erste Folge, Donnerstag, 22 Uhr immer, genau. Werden wir uns genau anschauen. Genau. Ich habe mir angeschaut und bin total begeistert, wirklich. Von dem Video, was ich gesehen habe, du und Bushido, euer Projekt. Du hast jetzt zum zweiten 23. Mal gesagt, dass dir das Video gefällt. Es geht ja aber, ein Video präsentiert ja eigentlich einen Song. Ja, den Song habe ich nicht so hingehört, aber das Video fand ich so faszinierend. Ich kenne mich ja in der Szene nicht so aus, aber es war doch so, dass Bushido und du nicht die besten Freunde wart, ihr beide. Ne? Wieso jetzt diese Umarmung auf Platte? Wie kam es zu dieser Annäherung? Einfach älter geworden und der Streit hatte keinen Sinn mehr. Es gab mitunter eine Zeit, da hatte der Sinn. Auch so für die Karriere der jeweiligen Protagonisten und so hatte das schon Sinn. Aber, man hat sich zerstritten aus Karrieregründen. Nein, man hat sich zerstritten, aber dann man hat den Streit aufrechterhalten. Ja, verstehe, okay. War das jetzt alles Quatsch? Weil man hat ja gedacht, ich als feinfühliger Mensch dachte, irgendwann stirbt der erste Mensch da bei Agro Berlin. Ja. War das alles Quatsch? Es gab Nächte, da habe ich das auch gedacht. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich meine, es ist ja, auch wenn wir uns gestritten haben, trotzdem war es ja kein Spaß. Nicht, dass ich jetzt dachte, er steht mit einer Axt bei mir vor der Tür oder ich bei ihm, sondern es gibt ja auch so Fans, die Sache viel ernster nehmen als man selber und so und... Also ihr hattet Angst, dass die Fans... Also ich bin ganz ehrlich, bei jedem Typen, der mit einem Bushido-T-Shirt bei mir auf dem Konzert stand, auf den haben wir ein extra Auge geworfen, auf jeden Fall. Mann, was ist los mit dir, Alter? Ekliger. Ja, aber okay, ich meine, Moment. Du, aber was das ist jetzt eine soziale Ächtung. Das ist eine soziale Ächtung jetzt ihm gegenüber. Nee, kannst du dich aber da hinsetzen, bitte. Ich habe noch viel zu tun, wenn ich jetzt krank werde wegen seinem Rumgehuste, das ist Überabsturz. Ja, aber in Österreich würden viele gerne durch Grissemanns Bakterien krank. Nee, ich nicht, Alter. Auch wenn es heißt, dass ich dadurch jetzt integriert werde und dann diese, die Dame da bekomme. Du, Sido, darf man dich eigentlich siezen? Kann man auch sagen, Herr Sido? Nee, Sido ist doch schon Sie drinne. Ah, Sido. Stimmt. Yeah, yeah. Toll. Ganz, ganz. Nicht mehr als Husten, okay? Ja, war das wirklich so, dass man in der Kindheit immer Angst haben musste? War das so, wirklich so hart? Weil ich meine, es gibt ja auch, als Hip-Hop in Deutschland angefangen hat, waren die ersten Hip-Hopper ja sehr reiche Kinder aus Stuttgart. Ja.
wo man immer wusste, man hat schon geahnt, es gibt das Ghetto Stuttgart wahrscheinlich nicht. Dann kamen irgendwann die Berliner und die haben das Gleiche erzählt wie die Stuttgarter, aber irgendwie hatte man das Gefühl, das könnte stimmen. War das so? Also, tough? Ja, also, naja, guck mal, ich würde es nicht Ghetto nennen, das Wort Ghetto. Weißt du, man vergleicht das dann immer gleich mit Amerika und denkt, da sind irgendwelche Schwarzen, die Crack verkaufen und sich deswegen erschießen und so weiter. Ja? So ist es nicht. Aber es herrschen trotzdem sozial schwache Verhältnisse und die Leute müssen schon gucken, wo sie bleiben. Und das machen sie eben auf eine meist illegale Art und Weise. Bushido war auch hier schon mal und der hat uns dann erzählt, dass man bei ihm im Haus immer die Schuhe ausziehen muss und Batschen anziehen muss. Also so eher so ein, wo dann die Leute hier gedacht haben, das ist ja eher so ein spießiger Ansatz. Ich fühle mich noch zu jung für ein Haus, aber eines Tages möchte ich das auch, ganz sicher. Momentan fühle ich mich einfach noch zu jung, ich brauche die Stadt und ja. Deswegen wohne ich auch noch nicht oben bei den Heurigen, ich wohne noch unten bei Penny. Und wie ist das für dich so in Wien, weil Wien ist ja auch... Kannst ruhig klatschen da, klatsch mal, animier mal alle. Wien gilt ja ein bisschen als Rentnerparadies auch. Es gibt viele deutsche Rentner, die gerne nach Wien ziehen möchten. Da bist du ja noch nicht. Wie lebst du jetzt? Wenn du in Wien bist, wie ist dein Alltag hier? Auf ich meine, du drehst arbeiten. Halt ständig, aber wenn du nicht drehen musst für den ORF. Ja, dann bin ich auch schon unterwegs. Aber ich gehe dann auch gerne mal nach Kärnten, an See. Ja, vermisst du Bernhard Paul eigentlich? Oder Mittel? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Nein, ich vermisse auch Sabine nicht. Aber Carina. Carina war cool, die ist eine Atze. Ich sag dir, das sagt dir so, wie die ist ein Nazi? Ein Atze. Ach so, ein Atze. Ein Freund. Atze. Ja, na, so, die ist so atzig drauf, so cool, einfach locker. Ja, ja. Ja, aber Bernhard Paul auf seine Art doch auch. Auf welche Art? Also die Art. Welche ist seine Art? Der gemütliche Opi-Typ, der auch einschätzen kann, wann ist was Kunst und wann nicht. Warst du schon? Und wann muss man kuschen vor der Journalie und wann nicht. Genau.